Gehörst du auch zu den vielen Komponisten und Produzenten da draußen, die sich aus Beats und Loops unfassbar geile Musik zusammenbauen können, aber wenn du eine eigene Melodieidee im Kopf hast, dann kriegst du sie einfach nicht so in den Rechner rein, dass sie einen fetten Bass oder zum Beispiel einen coolen Synthesizer spielt? Du spielst halt leider kein Instrument, aber das ist heutzutage keine Hürde mehr, denn es gibt Wege, mit denen man dafür sorgen kann, die Melodie aus dem Kopf in den Rechner reinzukriegen und zu überreden, einen Synthesizer oder eben einen fetten Bass zu spielen. Ich zeige dir heute, wie das geht, und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und falls du zum ersten Mal hier sein solltest und genau wie ich deine eigene Musik im Studio komponierst, aufnimmst und auch abmischt, dann bist du hier goldrichtig, denn hier gibt's Unmengen an Infos und Tipps, die dafür sorgen sollen, dass du deine Musik demnächst noch ein kleines bisschen besser klingen lassen kannst, vielleicht sogar so gut wie die großen Hits im Radio. Und falls du in Zukunft kein Video mehr auf diesem Kanal verpassen möchtest, ist das jetzt die beste Gelegenheit, mal eben schnell hier auf diesen Abo-Knopf drauf zu drücken, und vergiss bei der Benachrichtigungsglocke nicht noch schnell auf alle zu klicken, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wann das nächste Video erscheint, und verpasst demnächst gar nichts mehr. Gehörst du auch zu den Leuten, die leider kein Instrument spielen können, aber die durchaus eine DAW so gut bedienen können, dass du dir aus Loops und Beats und Sounds einen fetten Sound zusammenbauen kannst? Hin und wieder hat man aber eine Melodie im Kopf, die kriegt man einfach nicht in die DAW rein und dazu überredet, zum Beispiel einen fetten Bass, also die fette Basslinie, die du haben willst, oder ein cooles Synthesizer-Hookline zu spielen. Es gibt einen Weg, den habe ich schon mal gezeigt vor einiger Zeit, wie das in Logic funktioniert, und ich bin in dem Zusammenhang ganz oft gefragt worden, ob ich das nicht auch mal für eine andere DAW zeigen kann, zum Beispiel mit Hilfe von Melodyne. Und bingo, dieses ist jetzt das Video. Dieses Mal zeige ich, wie es anhand von Studio One mit Melodyne geht. Warum Studio One? A, es ist die DAW, die ich neben Logic benutze, und B, in Melodyne ist bei Studio One schon mitgeliefert. Falls du also eine DAW haben solltest, die ein ähnliches Tool hat, funktioniert der Trick vielleicht auch bei dir in der DAW. Kannst du ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie es bei dir in der DAW funktioniert. Ich habe schon mal was aufgenommen, denn die Melodie muss ja irgendwie in den Rechner rein, und alles, was du dafür brauchst, ist ja nur ein ganz normales Mikrofon. Das heißt, du hast die Melodie im Kopf, singst sie über das Mikrofon in den Rechner rein, und ich habe schon was aufgenommen, was mal irgendwann ein Bass werden soll. Klingt noch nicht so, aber wir schauen uns gleich mal an, wie du dafür sorgen kannst, dass genau das dabei rauskommt, was du dir vorgenommen hast. Ich zeige dir das auch nochmal am Beispiel einer coolen Synthesizer-Hookline. Das heißt, du hast zwei Beispiele gleich in der DAW, die ich dir zeige. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und ich zeige dir, wie die Melodie aus deinem Kopf übers Mikro in die DAW reinkommt und da genau das macht, was du von ihr erwartest. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session, und wie du sehen kannst, habe ich wie jeder gute Koch schon mal was vorbereitet. Ich habe hier ein Rock-Pattern und hier fehlt mir jetzt ein Bass und eine coole Synthesizer-Hook. Geben wir mal vor, dass ich keinen Bass spielen kann und keinen Keyboard spielen kann. Also den Bass, den du da hinten siehst, den siehst du gar nicht. Also der ist quasi gar nicht existent, und wenn, könnte ich ihn gar nicht bedienen. Aber ich habe eine Idee für einen Bass im Kopf, und wir hören mal kurz rein, wie das Pattern im Moment ohne Bass klingt. Das ist so. Du hörst schon, so ein AC/DC-like Pattern, vielleicht kommt dir das auch bekannt vor. Ich habe das schon mal gezeigt in einem Video, wie ich mit verschiedenen älteren SM57-Mikrofonen einen Verstärker aufgenommen habe. Falls du das Video verpasst haben solltest und dich dafür interessierst, kann ich dir das gerne mal hier oben einblenden. Jetzt nur so viel, hier soll ein Bass rein, der fehlt einfach definitiv. Und ich habe eine Idee dafür gehabt im Kopf, die habe ich auch schon aufgenommen, zwar mit einem ganz normalen Mikrofon, und habe nur versucht, so einigermaßen sauber die Noten da reinzukriegen und die Rhythmik hinzukriegen. Das ist schon so ein bisschen Voraussetzung. Also zumindest das solltest du hinkriegen, die Melodie, die du vom Bass oder vom Synthesizer haben möchtest, die einigermaßen präzise, einigermaßen ordentlich hier aufzunehmen, ist aber nicht zu 100% Pflicht. Also wenn du jetzt nicht der beste Sänger der Welt bist, völlig egal. Aber die Aufnahme, die ich gemacht habe, ja gut, die klingt jetzt auch nicht nach Bass, aber es wird zumindest klar, was damit gemeint ist. Das ist nämlich das hier. Du, du. Das wird ein Bass-Hit. Zusammen mit dem Playback. Okay,
okay, die Idee wird klar, ne? Aber wir brauchen ja auch nicht die Aufnahme, die ich hier gemacht habe, sondern das ist ja nur die Basis für den Bass, die wir brauchen. Was wir brauchen ist Melodyne. Sollte das in deiner DAW nicht dabei sein, schau doch mal, ob es ein anderes ähnliches Hilfsmittel bei dir gibt. In Logic gibt es das auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Und in diesem Fall ist jetzt Melodyne schon mitgeliefert bei Studio One, was sehr praktisch ist. Denn diese Aufnahme, die ich jetzt hier gemacht habe, die ungefähr das macht, was der Bass dann später mal machen soll, die wandeln wir jetzt einfach in eine MIDI-Datei um. Das geht mit Melodyne recht einfach. Einfach einen Rechtsklick auf dieses Audio-Event drauf und dann erstmal mit Melodyne bearbeiten. Daraufhin geht Melodyne los, analysiert so ein kleines bisschen, was hier am Start ist. Und du siehst schon, dass ich nicht alle Noten hier sauber getroffen habe. Aber das Tolle an Melodyne ist ja, dass es auch eine Tonhöhenkorrektur eingebaut hat. Das ist ja die Kernkompetenz eigentlich von Melodyne. Also markieren wir erstmal einfach alle Noten, die ich hier gesungen habe. Zumindest habe ich es schon mal mit den einzelnen Achteln hier so einigermaßen hingekriegt und korrigieren das schon mal ungefähr so, dass alles etwas gerader ist. So, dann machen wir noch die Modulation von irgendwelchen Schwingungen, die ich in den Tönen drin hatte, auch noch ein bisschen runter, sodass alles wirklich komplett glatt gebügelt ist. Wie gesagt, es geht ja nicht um die Audioqualität und den Sound, den ich hier aufgenommen habe, sondern nur um die rohe Toninformation. Und die haben wir ja jetzt hier schon gefunden. Das Tolle ist jetzt, wenn wir jetzt Melodyne ausmachen, also ich jetzt hier einfach auf die Mixeransicht wieder schalte, ist die MIDI-Information, also die einzelnen MIDI-Noten, die hier identifiziert wurden, im Prinzip schon in unserem Audio-File hier drin. Und wenn du hier reinguckst, siehst du das auch so ein bisschen visualisiert, diese rote Linie hier, die zeigt so ein bisschen das, was hier dann von Melodyne entdeckt wurde. Mit anderen Worten, wir brauchen jetzt erstmal als nächstes ein Instrument. Und dann nehmen wir einfach mal eine Spur, die wir uns erstellen, hier ein Softwareinstrument. Ich habe schon mal vorher benannt, hier Mouth Bass MIDI. Trifft es ja, ne? Mund, Bass, MIDI, trifft es. Und dazu laden wir dann einfach mal von Native Instruments den Kontakt 5 rein. Wo ist er? Da. Und kriegen jetzt eine Spur, die wir hier generieren, die dann Mouth Bass MIDI heißt, auch praktischerweise direkt daneben angelegt ist. Und wenn ich den Kontakt hier mal öffne, Kontakt, weiß ich gar nicht, ist eine deutsche Firma, ne? Kontakt nennen wir es dann mal. Nehmen wir einfach mal hier den Markus Miller Bass, den ich hier zur Verfügung habe, und ziehen diesen Sound hier rein. Damit haben wir auch da schon einen Sound parat. Fehlt nur noch der Übergang zwischen dem, was Melodyne analysiert hat, und dem, was wir jetzt hier beim Bass haben. Und das Geile ist, das ist so einfach, dass wir jetzt überhaupt so viel Video dafür gebraucht haben, tut mir schon fast leid, aber ich hoffe, das hat dich auch so einigermaßen unterhalten, bis hierhin mir zu folgen, denn du musst jetzt einfach nur dieses Audio-File hier runterziehen, wupp, und schon wird die MIDI-Information aus dem Audio-File rausgenommen, die das Melodyne reingeschrieben hat, und hier übertragen. Wenn wir jetzt hier doppelt draufklicken, siehst du auch sofort, aha, hier ist genau das, was Melodyne gefunden hat. Hier ist eine Note, die vielleicht nicht ganz dahin gehört, aber wir hören mal, ich mache mal den Mundbass aus, und wir hören mal, was jetzt der Bass hier spielt. Also das wird ja so wirklich spannend, ne? Solo. So viel dazu. Ich mach's ein bisschen lauter. Ja. Das ist im Prinzip genau das, was ich gesungen habe. Klar, bei den Achteln muss man sehr sauber sein und dut, 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 dut vielleicht sogar singen oder so. Aber du hörst, es ist genau Wahnsinn. Hier nochmal. Das müsste mit dem Sound hier von unserem Rocksong schon gut zusammenpassen. Hören wir uns das mal ohne Solo an, direkt zusammen. Mehr geht doch nicht. Ich habe es einfach nur so eingesungen, ein bisschen korrigiert mit Melodyne und schon passt es. Mal gucken, ob das dann auch mit der Synthesizer-Hookline funktioniert, die ich hier vorbereitet habe. Ich habe auch hier schon mal was eingesungen und da hören wir mal kurz rein, was ich hier gemacht habe. Ich nehme mal das hier raus, mal gucken, wie das klingt hier. Du siehst, ganz simpel, irgendwie eine Idee aufgenommen und die einfach mal reingesungen. Und das Ganze habe ich schon mit Melodyne analysiert, also schon mal drüber laufen lassen, so wie ich es dir gerade gezeigt habe, und darunter dann auch schon einen Synthesizer angelegt. Und auch hier machen wir es jetzt mal. In diesem Fall ist das der Absinth, den ich hier vorbereitet habe, und der Absinth hat einen coolen Sound. Irgendwie einen ziemlich brutalen Sägezahn mit Delay und so weiter und so fort. Und ich ziehe jetzt mal die Datei hier einfach runter, die MIDI-Information, mache die Originalspur wieder aus und schon klingt Folgendes hier. Na, ich glaube, da auch hier ist eine erste Note reingerutscht, die da nichts zu suchen hat. Aber jetzt. Musik.
genau das, was ich gesungen habe. Vielleicht können wir das noch eine Oktave höher haben. Dazu markiere ich jetzt einfach mal kurz alle Noten hier und könnte die natürlich... So, und schon erklingt Folgendes. Ich habe nicht eine Taste gespielt, großartig. Also zusammen mit dem Bass, den wir gemacht haben und mit dem Synthesizer, den wir hier mit Melodyne analysiert haben. Okay, ich gebe zu, der Synthesizer ist jetzt nicht wirklich AC/DC, aber so siehst, ich habe es einfach nur eingesungen, mit Melodyne ein bisschen in der Tonhöhe korrigiert, hätte jetzt hier noch nachbearbeiten können, so wie ich das gerade gemacht habe. MIDI-Noten kann man ja im MIDI-Editor auch rumschieben, quantisieren, wenn es nicht vom Timing her passt, von der Tonhöhe anpassen und so weiter. Der Spielwiese sind da ja keine Grenzen gesetzt und dann kann man sich wirklich austoben und tatsächlich ohne einen Bass oder ohne eine Taste gespielt zu haben, die Idee aus dem Kopf reinkriegen und also einfacher geht es ja nur wirklich nicht. Falls das in deiner DAW auch so einfach sein sollte, schreib es gerne mal unten in die Kommentare rein und ich freue mich auf alles, was ich da lernen kann, denn wir lernen ja alle voneinander, denn vielleicht steige ich ja dann irgendwann doch nochmal zu Cubase um und weiß dann schon, wie es geht. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Nachbauen, beim Nachmachen, bei vielen Ideen, die aus deinem Kopf jetzt direkt in die DAW reinkommen und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!